schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einem Chapati at Work. Das ist Charlie. Hey. Charlie ist gestern hier angekommen, weil sie gerne Dreads wollte. Und du wolltest ja auch immer noch welche, ne? Wir sind ja noch gar nicht fertig. Also halb fertig wollte ich auch nicht hier wieder weg. Nein, wir haben gestern schon angefangen. Gestern hatte ich aber meine Kamera nicht dabei und da sagte Charlie, Mensch, wir könnten doch mal so ein Video vielleicht machen. Da habe ich gesagt, ja, können wir. Morgen bringe ich die Kamera mit. Heute ist morgen und jetzt ein Video für euch. Genau. Ja, unser Plan sieht wie folgt aus. Deine Haare sind ja schulterlang. Mhm. Und wir haben die jetzt immer so ein bisschen mit Extensions verlängert. Die seht ihr hier. Das sind wunderbar dünne Extensions in 0,5 mm Durchmesser. Seht ihr es? Ach, so rum. So, schön dünn. Ihr seht nachher auch nochmal, wenn ich die Kamera in die Hand nehme, so ein bisschen die Übergänge und wie das alles so geworden ist. Wir haben jetzt hier oben noch den Rest. Magst du dich einmal kurz ein Stückchen drehen? Genau. Dieser Rest hier oben wird jetzt noch gedreadet. Dieser Zopf praktisch. Und der Pony vorne, könntest du dich wieder umdrehen, der bleibt offen. Mit so ein paar Seitensträhnen, hier hattest du noch gesagt. Genau, hier vorne. So. Ja, cool. Jaco, du bleibst jetzt mal unten. Das ist jetzt hier... Nein. So. Genau. Wo war ich? Extensions. Genau. Wir haben gestern festgestellt, dass uns noch so ein paar fehlen. Ich glaube, das waren so um die 20, die gefehlt haben. Ne? Aber wir haben uns jetzt einen Plan gemacht und werden einfach erstmal alles dreaden, bis auf das, was jetzt am Pony offen bleiben soll. Und das ist auch zum Glück so, dass die Haare oben bei dir ja recht lang sind, ja. So dass das dann auch mit in den Zopf geht und im Juni wolltest du, glaube ich, dann wiederkommen, genau. So dass wir dann die restlichen Extensions dran machen. Genau. Also, Pläne stehen, alles ist gut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen und es wird trotzdem schön werden. Auf jeden Fall. Prima. Ja, jetzt habe ich so viel erzählt, jetzt darfst du mal. Wie du dich nämlich hier auf diesen Termin vorbereitet hast. Das wollen ja immer sehr viele wissen. Was mache ich vorher? Tipps vielleicht oder was? Erzähl doch mal. Also ich habe aufgehört, meine Haare mit silikonhaltigem Shampoo zu waschen und habe tatsächlich im November eine Dauerwelle noch bekommen, die Haare ja so ein bisschen griffig macht und angreift. Und dann habe ich mir eine ganz normale Haarseife gekauft und die dann zum Waschen benutzt. Am Morgen vor dem Termin bei dir. Und die sind total gut darauf angesprungen, also waren jetzt auch sehr griffig und du sagtest ja auch, dass die gut zu dreaden waren. Super gut, genau, also schön trocken und so, ja, stumpf auch irgendwie. Dann kann man das wunderbar häkeln auch, finde ich. Genau, das genau. War so meine Vorbereitung. Schön. Ja, dann gab es, glaube ich, noch ein paar Sachen in Foren, ne, wo du geguckt hast, sagtest du. Wo es ist immer so ein bisschen geht, genau, so, was man da an, genau, Infos also bekommt. Ich habe mich auch selber durch voll viele Foren und Blogs und so durchgewühlt. Wie wird das sein? Wie fühlt sich das erstmal an? Und wie ist das mit dem Schlafen? Wie sehr tut das weh? Und wie muss man die waschen? Und wie oft wäscht man die? Und ein bisschen hatte ich vorher dann schon fast Schiss, weil ich mir dachte, okay, du kannst auf gar keinen Fall die ersten zwei Tage schlafen und das wird total stramm sein am Kopf. Ja, das denken auch viele, ne? Und ja, also das fand ich jetzt gar nicht so, muss ich sagen. Also klar, das Häkeln an sich, gerade wenn man am Ansatz anfängt, das zieht halt schon. So, aber ich bin ehrlich gesagt eine richtige Mimose. Nimm dir mal eben den Hund ein bisschen ab. Kannst du auch nochmal. Ich bin eine richtige Mimose und ich kann es schon ganz gut aushalten, auf jeden Fall. Und das ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich das erstmal gedacht habe. Und ja, man hat ja auch Lust darauf dann und dann geht das auch alles voll. Und ja, genau. Also so schlimm ist es auch nicht. Du sagst ja, du bist empfindlich, aber ich finde, du warst gestern echt tapfer und ich hatte nicht den Eindruck, dass da jetzt jemand sitzt, der es echt gar nicht aushalten kann. Nein, nein, nein. Also da muss man schon sagen, da gibt es Schlimmeres. Definitiv, zum Beispiel ein Tattoo in der Achselhöhle vielleicht, würde ich mir jetzt so vorstellen. Ja, ihr Lieben, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir lassen euch gleich nochmal so ein bisschen drauf gucken. Ihr wisst ja, mein geliebter Zeitraffer und ich, wir versuchen es mal wieder miteinander. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall aber auch beim Endergebnis wieder. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt oder so, gerne in die Kommentare hinein. Und wir starten jetzt erstmal. Ja, gut.
Prima, dann sehen wir uns gleich wieder. Mal gefragt, wie das denn eigentlich so ist, wenn sie ihre Dreads häkelt auf Dauer, so in den Längen, damit sie die Härchen da auch reinziehen kann. Und ich habe hier jetzt gerade noch mal ein Beispiel, wo ich gleich eh noch mal drüber muss. Und daran zeige ich jetzt noch mal für dich, Charlie, natürlich. Dankeschön. Und für alle anderen, die dieses Video schauen, noch mal, wie das denn eigentlich so funktioniert. So, ich zoome euch hier jetzt gerade noch mal so ein bisschen weiter ran. Da ist der Dread. Ihr seht auch die Stelle, da kann man nochmal sehr gut drüber gehen. So, also hier stehen Haare raus. Die seht ihr, glaube ich, ne? Ja. Wir nehmen den Dread zwischen Zeigefinger und Daumen. Hier guckt das Haar raus. Ja. Entschuldigt bitte, das war jetzt gerade mein Handy. Wir stechen von unten in den Dread rein, so dass die Häkelnadel mit dem Köpfchen... Ah, die Kamera kriegt es gerade nicht scharf... Das Näschen der Häkelnadel zeigt zu uns. So. Und dann gehen wir mit einer halben Drehung, also wir bleiben im Dread, eine halbe Drehung. Wir gehen unten nicht mit der Nadel raus, sondern immer nur oben. Und ihr seht auch, ich hoffe, ihr seht es. Ne, ihr seht es nicht. Auf jeden Fall, ich mache noch mal ein bisschen zurück oder ran. So. Da könnt ihr dann sehen, wie ihr die Härchen reinzieht. Und ich bleibe immer in dem Dread drin. Und so könnt ihr ganz wunderbar... Das ist ein bisschen unscharf, das tut mir gerade leid. Ich weiß nicht, warum die Kamera das macht. So könnt ihr wunderbar die Längen nachhäkeln. Man kann auch immer mal gut so ein bisschen längs rein. So. Dass man Härchen von unten nach oben reinzieht. So gibt es eine schöne Festigkeit im Dread. Und die Bewegung, die ich mache, ist praktisch so. Einfach immer eine halbe Drehung mit der Häkelnadel in der Strähne. Ist alles ein bisschen Übungssache. Ich weiß das. Da muss man auch ein bisschen Zeit für investieren, damit man das hinkriegt und den Dreh so raus hat. Aber im Grunde ist es wirklich, wenn man es übt, eine einfache Geschichte und man kann das irgendwann einfach echt umsetzen. Ich mache das jetzt ja auch schon wirklich einige Jahre und da ist es dann was anderes. So, das ist dann das Ergebnis. Ich hoffe, dass euch das jetzt nochmal weiterhilft und dir natürlich auch, Charlie. Bestimmt. Und gleich zeige ich euch nochmal, wie wir jetzt bisher hier fortgefahren sind, fortgehäkelt haben, sozusagen. Ja, bis gleich.
So, jetzt habe ich hier nochmal für euch, was wir bisher haben an Dreads. Wichtig war mir auch, dass ich euch mal kurz die Einteilung zeige, die nämlich sehr schön klein ist. Natürlich auch versetzt. Versetzt bedeutet immer, hier über dem Ansatz liegt quasi so ein Dread, sodass man hinterher nicht viel an Kopfhaut sieht und alles schön dicht und gleichmäßig ist. Ich drehe dich mal kurz hier rüber, Charlie, ins Licht. So, da seht ihr es auch nochmal. Schön dicht. Und wenn jetzt die oberen Dreads hier noch kommen, dann verdeckt das natürlich auch wieder alles nach unten. Und die Dreads an sich sind auch schön dünn. Wir haben Extensions in der Stärke 0,5 cm, also 5 mm genommen. Die sind auch echt klasse. Und die Übergänge, finde ich, sind jetzt auch echt gut geworden. Da wir ein paar Extensions zu wenig haben, fange ich jetzt gerade an, auf diesem Bereich zu mischen. Das heißt, hier sind zwischendurch, das war jetzt gerade der Hund, entschuldigt bitte, hier sind zwischendurch Strähnen bei, die ich ohne Extensions dreade. Das heißt, die hängen dann halt bis hierhin. Ja, da haben wir dann noch das Stück, ja. Aber die oberen Kopfhaare werden dann gleich noch mit Extensions verlängert, sodass es hier drüber liegt und man das gar nicht so sieht. Und bis Juni, bis Charlie wiederkommt, denke ich, wird das auch ganz gut gehen, denn man bekommt trotzdem die Dreads in eine Frisur. So, wir sind hier in den letzten Zügen. Charlie hat nämlich gerade jetzt ihre letzten Haare gedreadet bekommen. Hier nämlich. Aber, wie wir ja vorhin festgestellt haben, beziehungsweise gestern ja schon, es fehlen uns ein paar Extensions. Und wir haben jetzt noch 8 Stück. Die verteilen wir jetzt in der vordersten Reihe vor dem Pony, also hinter dem Pony, damit wir die anderen, die ich jetzt hinten noch offen gelassen habe, ohne Extensions, damit bis zum nächsten Termin etwas kaschieren können. Und das funktioniert auch ziemlich gut, weil dadurch, dass dann hier diese erste Reihe, guckst du einmal kurz nach unten, diese erste Reihe hier mit Extensions verlängert ist, können die halt über diese hier drüber liegen, die hier hinterkommen. Also das funktioniert ziemlich gut, das habe ich bei jemand anders auch schon mal gemacht und ich glaube, du bist trotzdem erstmal glücklich, ne? Ja, auf jeden Fall, das sowieso. Ja, es war jetzt auch echt viel. Wir werden gleich mal zählen und um euch zu sagen, wie viel es geworden ist. Und zum Abschluss zeigen wir euch auch gleich nochmal hier, wie das jetzt das Endergebnis geworden ist. So, da sind wir wieder. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben 70 Dreads rausbekommen. 50 Extensions gab es und wir haben jetzt gerade einfach, hatte ich glaube ich gerade aber schon gezeigt, die letzte Reihe vorne vor dem Pony, diese hier, guckst du noch einmal runter, dann sehen die Menschen das nochmal. Genau, diese letzte Reihe hier haben wir jetzt noch mit Extensions verlängert, sodass hier so ein paar Strähnen, also 20 Strähnen jetzt noch, mit Extensions verlängert werden. Aber das machen wir im Juni, da kommst du zurück. Verbinden das direkt mit einem Pflegetermin, dass es dann wieder eins ist und dann ist es richtig fertig. Wie fühlst du dich jetzt nach dem ganzen Prozedere? Ich bin total zufrieden auf jeden Fall und es war genau die richtige Entscheidung und ja. Es steht dir auch wirklich gut. Ich bin ganz, ganz zufrieden damit. Im Abspann bekommt ihr gleich noch ein paar Fotos, so vorher, nachher oder zwischendrin. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir machen jetzt hier Feierabend. Ich hoffe, dass euch unser Video gefallen hat. Und wenn Fragen kommen oder so, dann gerne in die Kommentare. Und dieser Hund hier muss jetzt, glaube ich, auch mal ganz dringend pipi. Ja, gut, ihr Lieben. Dann alles Gute. Alles Gute. Ade. Tschüss. Tschüss.